So, wo sind wir rausgekommen? Wir werden es gleich erfahren. Na, so etwas! Du bist wieder da! Ich dachte, ich hätte dich verscheucht, als ich am Fenster hochgesprungen bin. Ach, du warst das? Meine Güte, du hast mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Entschuldigung, tut mir leid. Ich bin immer so aufgeregt, wenn jemand zu Besuch kommt. Du bist ein Hund, oder? Nur der super-duper beste Hund überhaupt. Das sagte mein Mensch immer. Es ist schön, dich richtig kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, dass super-duper bester Hund ein offizieller Titel ist. Ja, vielleicht kennst du mich unter anderen Titeln. Die knauschigste Knauschkartoffel oder der flauschige kleine Stinker. Letzteres ist vielleicht nicht gerade ein Lob. Kommt drauf an, wie man es verkauft. Moment mal, sagtest du etwa knautschigste Knautschkartoffel? Aber hallo! Mein Mensch nennt mich auch so. Donnerwetter! Da muss dieser Preis mehrere Tierkategorien haben. Ich freue mich, eine andere Kartoffel zu treffen. Ich mich auch. Jedenfalls war es toll, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Halt! Geh nicht weg! Es ist was passiert. Kannst du mir helfen, kleine Kartoffel? Wobei brauchst du Hilfe? Ich habe meine Bälle verloren. Meine Tennisbälle sind verschwunden. Komm her, dann zeige ich es dir. Okay. Moment mal, warum guckt er da durch, wenn er doch hier hätte... Ja, okay, lassen wir das. Wisst ihr was? Für alle, die neu dazugekommen sind, gibt es erstmal ein wunderschönes Recken und Strecken. So. Zum Wochenmitten. Sieh mal, keine Bälle. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber... Sind sie nicht direkt hinter dir? Was? Oh, nein, das sind nur meine normalen Lieblingsbälle. Mir geht's um einen ganz besonderen, allerliebsten Lieblingstennisbälle. Da besteht ein großer Unterschied. Was mit ihm passiert? Oh, also, es ist so, Tanuki hat mir ein Geschenk gebaut. Ah, lass mich raten, es gab einen Zwischenfall. Nicht sofort, es war so cool, man konnte Tennisbälle in die Maschine legen und sie hat sie für mich geworfen, während mein Mensch auf der Arbeit war. Das klingt wirklich schön. Es war perfekt eine Zeit lang, aber eines Tages hat die Maschine rebelliert. Die Bälle flogen überall hin und dann fingen sie an, ein bisschen an zu brennen. Die meisten habe ich wiedergefunden, aber meine drei allerliebsten Lieblingsbälle fehlen noch. Und die Maschine? Ich habe sie verbuddelt, aber sag's bitte nicht Tanuki, sie wäre traurig. Und kannst du mir bitte, bitte, bitte helfen, meine Lieblingsbälle zu finden? Ich wäre dir so dankbar. Ah, na klar. Aber woran erkenne ich, dass deine Lieblingsbälle sind? Sehen nicht alle Tennisbälle gleich aus? Überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich alle leicht voneinander. Der Geruch, der Geschmack, die Textur, die Persönlichkeit. In dem Fall bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lieblingsbälle vom Rechts unterscheiden kann. Naja, meine Lieblingsbälle haben außerdem noch bunte Regenbogenstreifen. Das ist doch mal eine Beschreibung, mit der ich arbeiten kann. Soll ich sie hierher bringen, wenn ich sie finde? Ja, bitte, leg sie einfach in das Loch vor mir, dann kann ich sie gut bewachen. Wird gemacht, große Kartoffel. Du bist der Hammer, kleine Kartoffel. Magic Mario, danke für dein Follow. Und, ja, wir müssen dem Hund seine Bälle bringen. So, das haben wir erledigt. Okay, wie viele Bälle sind's denn? Drei Stück. Und, aber erstmal machen wir ein kurzes Nickerchen. Okay. So. Gut, genug geschlafen. So. Ich schaue mich erstmal hier um. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob ein Tennisball sich hier rumtreiben würde. So, hier kann ich auch nichts tun. Das sind seine Lieblingsbälle. Okay. Guck mal, da ist schon mal ein Ball.
Oder? Das ist doch ein Ball. Oh nein, bitte sag mir nicht, ich muss die alle so komisch wegditschen. Das ist nämlich eine richtig ekelhafte Arbeit. Oh, okay. Okay. Nein. 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 Ja. Nö. Oh. Tanuki, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Geh weg. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Okay. Wieso kann ich die nicht aufheben? Das ist Zeitverschwendung, die ich hier gerade mache. So, hier hast du deinen ersten Ball. Hoffe ich jedenfalls. Komm schon. Geh da rein. Ist das der erste Ball gewesen? Nö, ich glaube nicht. Wir schauen mal nach. Der sah aber auch nicht regenbogentechnisch aus, ne? Aber warte mal, da ist noch einer. Okay, sind das vielleicht doch die Bälle? Oder soll mich das einfach nur ein bisschen verwirren? Hey! Komm schon. Nein, das ist echt nicht einfach. Okay. Wir probieren. Okay, Okay, ich glaube, das sind nicht die richtigen Bälle. Ich glaube, die richtigen Bälle kann ich in den Mund nehmen und praktisch so die besser transportieren. Würde ich jetzt meinen. Ich kenne dieses Haus. Das ist ganz... wir sind wieder am Anfang angekommen. Guck mal, hier hat die Reise begonnen. Wenn ihr das sehen wollt am den Anfang, dann schaut bei mir gerne mal auf YouTube vorbei. Ich mach alles kaputt. Ich bin so eine Arschlochkatze, glaubt mir. Hier haben wir ein Bild gemalt. Okay. So, na, gucke doch. Was habe ich überhaupt noch für Aufgaben? Ich habe alles vergessen. Da ist noch der Shiba Inu, der uns ein bisschen nicht mag. Sag ich ja. Aber, warte mal, wir können ja mal was probieren. Okay. Okay, das geht nicht. Ich muss darüber. Hey, ich will da rüber. Okay, wartet mal. Vielleicht schaffen wir das ja. Okay, wir warten kurz, bis sich das alles wieder aufgefüllt hat und dann geht's weiter. Guck mal. Läuft doch. So. Dann gehen wir nämlich hier lang. So, wunderbar. Ich muss ja eigentlich nach oben einfach bloß. Sag bloß, du musst nach oben. So, guck mal. Das läuft ja doch sehr gut. So, oh, was haben wir denn hier? Ach nein, die Krähe. Oh je! Hier gibt's nichts zu sehen. Was hat die Krähe getan? Irgendwas hat doch die Krähe schon wieder für Probleme. Lasst uns mal gucken.
So, guck mal, das läuft doch. Oh Gott, was war das? Oh, könnte gefährlich werden. Da ist eine Miezekatze. Da ist eine andere Miezekatze. Oh nein, es ist Tanuki. Und dann bricht jedes Wasserrohr der Stadt. Und die Zeitfolge ist komplett durcheinander. Also passiert es gleichzeitig jetzt und gestern. Offenbar ist es mir gelungen, die Rohre zu kleben. Aber der Kaugummi wird nicht ewig halten. Und gerade steht die ganze Stadt unter Wasser. Und, hallo! Oh, du bist es, Kätzchen. Tut mir leid. Hab ich dich erschreckt? Nur ein bisschen. Normalerweise sehe ich hier oben niemanden. Es gibt nur Gecko und mich. Oh, wow. Ist das der echte Gecko? Welcher Gecko denn eigentlich? Oh, der große Gecko. Ich weiß es nicht, oder... sollte ich eher sagen. Tanuki, werde ich es bereuen zu fragen, was du mit noch nicht meinst? Das ist eine relativ leichte Übung. Ich komme jeden Tag hier hoch, esse zu Mittag und spreche mit Gecko. Wenn er antwortet, weiß ich, dass er echt ist. Und wenn er es nicht tut, dann brauche ich ja immer noch einen Ort, an dem ich zu Mittag essen und nachdenken kann. Warum also nicht ein sonniges Fleckchen? Das klingt logisch, ja. Dein Fleckchen ist fast wie mein Fensterplatz. Wo wir gerade davon reden. Ach ja, viel Glück beim Klettern. Danke und dir viel Glück mit deinem Gecko. Danke, ich sage dir Bescheid, wenn er antwortet. Okay, alles klar. Ein bisschen Angst habe ich ja schon, dass wir hier runterfallen, ne? Aber wir sind die lustigste, tollste Katze oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab's gewusst. Warum habe ich's gejinxt? Mahlzeit. Okay, ich muss nochmal hoch. Na toll. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Oh, warte, stopp, ich habe da was gesehen. Wir wissen, dass es funktioniert. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. So, wir kriegen einen neuen Hut. Schauen wir mal. Ein Satsuma. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Warte mal, wir sind doch von da gekommen. Können wir vielleicht auch hier rüber? Lass mich mal probieren. So. So, und dann gehen wir nämlich hier lang. Ah, okay, ich komme hier nicht weiter. Sehr gut. Das heißt, ich muss dann doch auf die andere Seite. Da ich eine Katze bin, habe ich ja 20.000 Leben und mir passiert einfach nichts. So. Ich positioniere mich genau so und dann hopp und 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 so. Erstmal da drauf. Nein, du sollst da drauf und dann hopp. Sehr schön. Gutes Kätzchen. So, dann geht es hier lang. Wie habe ich das jetzt gemacht? So und dann da hoch und hopp und hopp. So. Und dann bin ich... Warte mal, komme ich... Da komme ich nicht lang. Darüber komme ich. Warte mal. Und hepp. Und hopp. Nein, nein, nein. Oh Gott. Und wir machen das alles nochmal, weil ich doof bin. Vielleicht hätte ich auch rennen sollen. Man weiß es nicht. Oder, warte mal, was habe ich denn eigentlich noch für Aufgaben? Finde das Chamäleon und bringe den Hund die Bälle. Ja, das Chamäleon muss ja irgendwo an der Baustelle sein. Aber wo war die Baustelle? Das ist die Frage. Hier ist eine Baustelle, das weiß ich. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Ha? Hey, ich bin eine süße Katze. Streichel mich, wenn ich das will. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo? Tja, da hast du jetzt Pech. Der Donut gehört mir. Ciao, mach's gut. Auf Wiedersehen. Mahahaha.
So, und dann lege ich jetzt einfach dahin. Lila Richter, danke für den Follow und herzlich willkommen. Jetzt habe ich das Wasser übersehen. Wir können halt auch nicht drüber springen. Selbst über kleine Pfützen können wir nicht drüber springen. So, dann haben wir einmal hier. Dann einmal... Hey, warum kann ich nicht in die Mülltonne rein? Frechheit. Das ist nicht die Baustelle. Wo ist die Baustelle? Ich habe sie verloren. Da drüben ist noch ein... wie kommen... Warte mal, lass mich mal gucken. Wir kriegen das hin. Warte mal. Oh, da stand irgendwas an dem... Aha. Okay, ich habe jetzt den Knochen. Das heißt, ich kann den Shiba Inu füttern. Oh nein, da ist noch was. Ich muss mir das kurz abholen. Okay, ich muss... Wartet. So, und... So, was haben wir jetzt? Was bekommen wir? Eine Schmetterlingsmütze. Okay. So. Der Shiba Inu bekommt jetzt seinen Knochen. Wir schleichen uns jetzt einfach hier von hinten an. So, Shiba Inu. Bitte. Dein Knochen. Und danke fürs Liken. Ja, das läuft doch ganz gut, ne? 13 Tiere. Mir fehlen noch 2 Tiere und dann habe ich alles geschafft. Also, jedenfalls. Mützenritter. Sammle alle Mützen. Oh Gott. Da ging es ja jetzt nicht weiter. Das heißt aber, wir können jetzt uns frei in der Stadt bewegen. Glaube ich jedenfalls. Ja, es tut mir leid, Katze. Warte mal, ich gehe mal. Da komme ich nicht durch. Verdammt. Okay, dann machen wir es hier lang. So, das ist absolut... Warte mal, was stand hier eigentlich? Ich kann das ziehen, aber mit welcher Begründung kann ich das ziehen? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, wir sind wieder am Anfang. So, sehr schön. Ach ja, jetzt komm, es ist nur Wasser. Habt ihr auch eine Katze? Wie ist eure Katze? Wie ist das Verhältnis eure Katze zu Wasser? Also ich muss tatsächlich sagen, mein Max, der ist halt überhaupt kein Wasserfan. Aber wenn er in der Badewanne sitzt, und ja, mein Kater sitzt in der Badewanne, wenn kein Wasser drin ist natürlich, und ich den Wasserhahn anmache, dann findet der das voll interessant. So, aber lass mich mal mit dem hier reden. Schön, dich zu sehen, Kleines. Okay, der hat auch keine Aufgabe. Oh, wir können hier noch hoch. Warte mal. So, einmal hier. Komm schon, Katze, komm schon. Ja, super. Okay, ich dachte. Sehr schön. Dann haben wir das auch. So. Hier ist irgendwo ein Schlafplatz. Aber wo ist der Schlafplatz? So. Oh Gott, nicht runterfallen. Ein sonniges Plätzchen. Ich könnte jetzt versuchen. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ist es richtig. So, und dann muss ich noch hier das Dings kaputt machen. 4 von 10 habe ich schon. Das ist wunderbar. Wo ist denn die Kackebaustelle? Da ist die Kackebaustelle. Okay, ich bin auf jeden Fall richtig. So, hier komme ich nicht lang. Das heißt, ich muss wieder hier rein. Warte mal, da ist ein Piepmatz, der hat irgendeine Sprechblase. Oder?
Nee, es ist kein Piepmatz. Okay, ich habe irgendeine Dings gemacht, die ich nicht machen wollte. Aber das ist überhaupt kein Problem. So! Genug mit Radio hören. Ach, da. Warte mal. Lass mich mal gucken. Danke fürs Follow. Oh nein, oh nein, oh nein! Geht's dir gut? Sehe ich so aus, als ginge es mir gut. Tut mir echt leid, ich wollte nicht so ausrasten. Ach, das war ausgerastet, okay. Ist schon okay, ist etwas passiert? Ich habe einen großen Fehler gemacht, groß, riesig. Würde es dir helfen, darüber zu reden? Vielleicht, aber es scheint mir viel zu groß, als dass mir so ein kleines Kätzchen helfen könnte. Ich meine, was Fehler angeht, ist das sogar noch größer als die große Hashtag Shadowban-Katastrophe von 2021. Die, was? Wie? Wer? Von wann? Denn wie soll ich ohne ein funktionierendes Handy ein Hashtag effektives Hashtag Social Media Taffy Takeover betreiben? Was ist dein Handy? Das ist dieses Ding neben mir. Ja. Oh, mein Mensch hat auch so eins, aber es ist nicht so klebrig. Das ist meins in der Regel auch nicht. Ich habe es in nassen Beton fallen lassen. Was bedeutet LOL? Oh, das bedeutet einfach laut lachen. Aber du hast doch gar nicht gelacht, du warst traurig. Ja, aber wenn ich traurig bin und LOL sage, merkt niemand, dass ich traurig bin. Das war zumindest der Plan, LOL. Verstehe, LOL. Ja, oder? Und du bist sauer, weil du das Handy-Dings fallen gelassen hast? Ja, ich brauche es für die Arbeit. Taffy wird mich ganz sicher feuern, wenn ich es nicht repariere, LOL. Wer ist Taffy? Sie ist halt sozusagen mein Boss, oder sie wäre es, wenn sie mich bezahlen würde. Sie ist eine Ikone, ein Phänomen, ein Albtraum. Ich glaube, die Pelzwoche nannte sie die flauschigste Milliardärin im Internet. Ein flauschiger Albtraum? Moment mal. Taffy, ist die Katze, LOL. Das da oben ist sie. Okay. Oh, ich kenne sie. Ich sehe sie immer im Handy-Dingsbums von meinem Menschen. Sie hat das coolste Haus und ist und die besten Outfits und das flauschigste Fell. Die Outfits, ja, die suche ich aus. Ich style ihr Fell. Ich suche hier gerade nach Inspiration, als mir das Handy herunterfiel. Kein Handy bedeutet kein Internet. Kein Internet bedeutet kein neuer Taffy-Content für ihre Fans. LOL. Das ist ja furchtbar. Wir müssen das in Ordnung bringen. Lass mich nachdenken. Denk. Ich weiß! Ich besorg dir ein neues Handy. Kannst du das? Ich denke schon. Die Menschen haben alle mindestens ein Handy-Dingsbums. Also leihen wir uns einfach eins. Sie lieben Taffy, also werden sie gerne helfen. Warte hier, Beetle. Ich bin gleich mit dem Handy zurück. LOL. LMAO, danke! Okay, Leute. I need a handy, handy. A handy is what I need. Okay, let's go. Oh Gott, ich dachte gerade, meine Katze hat einen Schlaganfall. Sorry, haben Sie zufällig ein Handy? Zu Hilfe. Zu Hilfe. Ich brauche ein Handy. Taffys Handy. Hier, hallo, hallo, haben Sie ein Handy? Nein, Sie haben kein Handy. Gehen Sie weg, ich brauche Sie nicht. Hallo, haben Sie ein Handy? Nein, Sie haben ein Handy. Warte. Hey. Gib mir mal dein Telefon. Danke. Ciao, mach's gut. Du kriegst es gleich wieder. Wiedersehen. Ciao, ciao. Ich muss hier kurz durch. Danke. Danke, danke, danke. Oh, er ist uns zum Glück nicht hinterhergerannt.
Und hopp. Und hepp. Und hier lang und dort lang. Und zack, das war ja eine einfache Aufgabe. Du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank. Magst du das Alte haben? Es macht immer noch Fotos. Du kannst nur keine E-Mails mehr schreiben und so. Was sind E-Mails? Du schreibst keine E-Mails? Ich glaube nicht. Also, warst du noch nie in CC oder hast du eine Abwesenheitsnotiz erhalten? Nein, aber jetzt, wo du sagst, ob man zu Hause wohl schon von meiner Abwesenheit Notiz genommen hat? Was für ein glückliches Offline-Leben du führen musst, Kätzchen. Naja, jedenfalls ist hier dein Handy. Ja, ich hab jetzt ein Handy, ne? Also, ich mache jetzt Katzen-Content. Fotografieren ist kinderleicht. Du rufst einfach die Kamera auf, posierst und klick. Eigentlich solltest du jetzt zur Feier des Tages ein Selfie machen. Ruf die Kamera auf und mach einen Schnappschuss. Ja, okay. Komm, wir machen Beetle mit drauf, okay? Achtung, in 3, 2, 1, Foto! Okay. Mache 20 Fotos mit deiner Kamera. Echt jetzt? Okay. Das machen wir vielleicht später. Ich muss nach Hause. So, wir haben eigentlich alle... Warte mal. Das Chamäleon. Wir brauchen noch das Chamäleon. Da ist der Bagger. Wo versteckt sich das Chamäleon? Das ist eine Frage, die ich euch so gerade nicht beantworten kann. Wenn ihr wisst, wo das Chamäleon ist, könnt ihr mir gerne einen Hinweis geben. Ich mag Rätsel. Nein, nicht runterspringen, danke. Wo? Da ist das Chamäleon! Haha, gefunden! Du hast mich wiedergefunden, aber wie? Der Hinweis war sehr hilfreich. Da geht meine Suche nach der perfekten Tarnung wohl weiter. Ich werde weiterhin an meiner Technik feilen, während ich woanders auf dich warte. Wie sagt man so schön, aller guten Dinge sind drei. Hier ist ein Hinweis, wenn du bereit bist, mich wieder aufzuspüren. Die Arme aus Metall, so stark. Der reinste Rutsch- und Kletterpark. Doch siehst du wieder Haut nach Haar? Denn schließlich bin ich unsichtbar. Okay, ich denke, das ist der Spielplatz. Hast du überhaupt Haare? Ganz ehrlich, es ist nicht mein bestes Werk. Aber ich hätte länger an dem Hinweis arbeiten können, wenn du mich nicht so schnell gefunden hättest. Ich bin aber zuversichtlich, dass meine nächste Anpassung funktionieren soll. Also keine weiteren Reime nötig sein. Viel Glück. Okay. Yeah. Hallo Shiba Inu. Das scheint dir wirklich gut zu schmecken. Okay. Der Spielplatz. Oh Gott, wo war der denn nochmal? Kruzifix nochmal. Oh, meine Katze hängt fest. Oder auch nicht. Ja, komm, die Katze hat eh einen an der Waffel. Ich muss das auch so ehrlich zu euch sagen. Diese Katze hat einen an der Waffel. So. Hier waren wir auch schon mal. Das kenne ich, den Platz. Das ist nämlich der, den wir vorhin entdeckt haben. So. Einmal hier, einmal da. Danke fürs Liken, Admin Evil. Und ich komme da immer noch nicht durch. Ja, es ist versperrt, ich weiß. Gott, bleib mal ganz unruhig. Aber warum ist es da versperrt? Weil ich da drüben nicht hinkomme. Aber komme ich hier irgendwie hoch? Warte mal, wir probieren mal. Ja, einmal hier und einmal da. Nein! Okay. Ja, es tut mir leid. So, da ist der komische Dings. Was haben wir denn hier Feines? Hey, warte mal. Oh, au. Waren wir da oben schon? So. Ah ja, ich glaube, ich war hier oben schon mal. Okay, ich muss genau hingucken. Ich muss also da runter. Geronimo!